Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die Texturpaste von Ranger. Crackle können wir auch noch dazu sagen. Oh. Bei der Paste ist es so, dass so kleine feine Risse dann entstehen. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Effekt. Ihr solltet aber die Paste gut durchtrocknen lassen. Auch diese Paste kann man einfärben und wichtig ist, danach mit Wasser und Seife gründlich euer Werkzeug sauber machen. Auch hier ist es so, dass ihr etwas Geduld braucht bei der Trocknung. Einfach mal probieren mit dem Finger, ob es schon trocken ist. Und ihr solltet auch die Paste nur in eine Richtung verstreichen, dann habt ihr einen ganz tollen Effekt. Vorsichtig die Schablone wieder abziehen vom Papier und es funktioniert auch auf dunklem Papier. Tschüss!